FSB wird dieses Jahr auf der Architekturbiennale in Venedig vertreten sein. Der Kurator der Biennale, Rem Koolhaas, konzentriert sich auf einen architektonischen Rückblick und thematisiert die Elements of Architecture. In einer Halle werden unter anderem Türen thematisiert und FSB wurde aufgefordert, ungefähr 300 Türklinken aus drei Jahrhunderten zusammenzustellen. Man erlebt beim Herein- und Rausgehen durch die Halle der Türen im Prinzip die komplette Türklinkengeschichte der letzten 300 Jahre. Das Katalogisieren, das in eine Ordnung zu bringen und das Ganze zu montieren, hat unendlich viel Spaß gemacht. Also wir beginnen im Klassizismus, gehen über den Biedermeier zur Gründerzeit, Historismus, Jugendstil, Bauhauszeit, 50er, 60er Jahre, Postmoderne und so weiter. Kriterien war natürlich eine größtmögliche Vielzahl für jede Epoche oder dann im 20. und 21. Jahrhundert für jede Dekade, aber auch prominente Beispiele aus der Architektur zu finden, unter anderem Mies van der Rohe, Walter Gropius, Schinkel und Langhans. Das waren Herausforderungen, die sich gestellt haben und die wir lösen konnten. Meine Kollegen haben die Türklinken nun in den letzten Tagen montiert. Sie werden morgen verpackt und per Luftfracht nach Venedig geschenkt. Also ein Besuch auf der Biennale lohnt sich auf alle Fälle, denn man kann die Türklinken natürlich auch alle begreifen, nicht nur im Kopf, sondern auch mit der Hand. Und man wird die eine oder andere Überraschung dort erleben.